Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zum heutigen Themenabendvortrag. Wir haben noch zwei Themenabende in diesem Jahr. Im November wird auch noch einer stattfinden, am 24. November. Und wir haben uns für diese beiden Themenabende, den heutigen und den nächsten, einen thematischen Rahmen gestellt. Es geht insgesamt um die Beziehung zwischen Münster und den Niederlanden. Beim nächsten Mal erwartet Sie ein Fachgespräch, also ein etwas anderes Format, kein Vortrag, so wie heute. Da geht es dann um die Sichtweisen von deutscher und niederländischer Sicht auf den Fürstbischof Christoph Bernhard von Galen. Heute allerdings haben wir ein ganz anderes Thema. Es geht um ein kunstgeschichtliches, friedensgeschichtliches Thema. Im Mittelpunkt des heutigen Vortrags steht der Maler, der niederländische Maler Gerard ter Borch. Ich möchte ganz herzlich neben dem Publikum hier im Raum und auch am Bildschirm sozusagen die Referentin des heutigen Abends begrüßen. Das ist Dr. Stefanie Schoger. Ich möchte Sie erst kurz vorstellen. Frau Schoger hat Kunstgeschichte studiert, Archäologie und Geschichte in Bonn. Ihr Schwerpunkt lag auf der Kunst der frühen Neuzeit und der Niederlande. Sie hat sich schon während ihres Studiums sehr intensiv mit dem Maler Gerard ter Borch beschäftigt und hat sich dann auch in ihrer Doktorarbeit mit ihm weiter auseinandergesetzt. Sie ist 2018, hat sie ihre Promotion abgeschlossen und die Publikation ihrer Doktorarbeit liegt seit 2020 vor. Sie ist im Bülow Verlag erschienen und unter dem Titel Gerard ter Borch und der Westfälische Friedenskongress 1648. Sie hat auch schon berufliche Stationen hinter sich. Zwischen 2017 und 2019 hat sie ein Volontariat absolviert am Landesmuseum in Bonn und ist aktuell freiberuflich tätig als Autorin, Lektorin und Dozentin. Ja, und heute Abend widmet sie sich wieder einmal dem Thema Gerard ter Borch. Sie konzentriert sich dabei bei ihrem Vortrag, das darf ich schon verraten, vor allem auf ein Gemälde, das in Münster wirklich bestens bekannt ist und heute im Stadtmuseum ausgestellt und zumindest aufbewahrt wird, und zwar ein Werk, was 1646 entstanden ist und den Einzug des niederländischen Gesandten Adriaan Pauw zeigt. Pauw wurde von den Niederlanden 1643 zu den Friedensverhandlungen nach Münster berufen. 1643 begannen die Verhandlungen zum Abschluss des Westfälischen Friedens. Man wollte den 30-jährigen Krieg beenden. Es kamen aus 150 europäischen Staaten und Territorien des Reiches hier in Münster Diplomaten und Gesandte zusammen und sie haben fünf Jahre lang den Friedensvertrag zur Beendigung des 30-jährigen Krieges ausgehandelt. Auf die Bedeutung insgesamt des Westfälischen Friedenskongresses wird Frau Schoger zu Beginn auch noch einmal eingehen. Zu den Friedensverhandlungen sind damals nicht nur Gesandte und Diplomaten hier in Münster gewesen, sondern auch viele Porträtmaler. Einer der bekanntesten ist Anselm van Hulle, aber eben auch Gerard ter Borch. Er lieferte ein wichtiges, ganz wichtiges Bilddokument, um das es heute nicht gehen soll, und zwar die Beschwörung des spanisch-niederländischen Friedens, die am 24. Mai 1648 im Friedenssaal hier in Münster stattgefunden hat und mit dem die Niederlande ein souveräner Staat wurden. Sondern heute, das habe ich ja schon gesagt, steht dieses Einzugsgemälde im Vordergrund. Frau Schoger wird sich mit der Absicht auch des Malers beschäftigen und beziehungsweise des Auftraggebers. Wollte ter Borch nur ein Ereignis darstellen oder steckt etwa mehr dahinter? Auch auf diese Antwort dürfen wir heute gespannt sein und ich bitte Sie gerne nach vorne für Ihren Vortrag. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen heute hier in Münster. 30-jähriger Krieg und Westfälischer Friedenskongress. Kaum ein anderes historisches Ereignis ist von der Forschung und der Geschichtsschreibung mit einer solchen Intensität bearbeitet worden. Der 30-jährige Krieg, der 1618 mit dem böhmischen Aufstand begann und sich bis 1648, rund 30 Jahre, hinstreckte, galt bis zum Ersten Weltkrieg als größte Katastrophe in Deutschland und Mitteleuropa. Dabei handelt es sich hier nicht um ein rein deutsches Phänomen, einen deutschen Krieg, sondern um einen Konflikt, der das damalige Europa in seiner Gänze betraf.
Es griffen hier verschiedene einzelne Auseinandersetzungen ineinander, sodass neben dem Kampf des Hauses Habsburg, das seine Vormachtstellung in Europa behaupten musste, der Unabhängigkeitskampf der nördlichen Niederlande gegen Spanien, die Außenpolitik Schwedens und nicht zuletzt der konfessionelle Konflikt innerhalb der Stände im Deutschen Reich das Geschehen dominierte und es bis dato unbekannte Ausmaße annehmen ließ. Es sollte der erste Frieden sein, der mithilfe eines internationalen Kongresses, auf dem nahezu alle europäischen Mächte vertreten waren, geschlossen wurde. Bis weit ins 16. Jahrhundert hinein war es an der Tagesordnung, dass ausschließlich Fürsten und andere Potentaten Frieden unter ihresgleichen schlossen, ohne dabei auf Mittelsmänner angewiesen zu sein. Mit dem beginnenden 17. Jahrhundert kommt es zu einer grundlegenden Verschiebung der bisherigen Verhältnisse. Durch den Humanismus hatte der Adel an Macht verloren und die Bürger und damit in gewissem Sinne auch die Staaten waren von nun an für Friedensschlüsse zuständig. Auch 1648 ist es diplomatischen Verhandlungen zu verdanken, dass ein Frieden verwirklicht werden konnte. Der Unterzeichnung der Verträge in Münster war ein 5 Jahre andauernder Friedenskongress der Kriegsparteien vorausgegangen. Im heutigen Politikverständnis ist der Westfälische Frieden jedoch vor allem ein Waffenstillstandsvertrag, da er nur das Ende der Kampfhandlungen sowie einige wichtige Grundentscheidungen festschrieb. Einzelheiten wurden in einem separaten Friedenexekutionstag geregelt, der ein Jahr später in Nürnberg stattfand. In Münster wurde mit dem Waffenstillstandsvertrag demnach ein Grundstein für den Westfälischen Frieden von 1648 gelegt. In erster Linie beendet er aber nicht nur den 30-jährigen Krieg in Mitteleuropa, sondern vor allem auch den 80-jährigen Unabhängigkeitskrieg der Niederlande gegen Spanien. Der Westfälische Frieden gilt bis heute als Vorbild für fast alle späteren Friedensschlüsse. Der allgemeine Friede, Pax Universalis, der in den Verträgen ausgehandelt worden war, trug zur gesamteuropäischen Stabilität bei und garantierte bis zur Französischen Revolution von 1789 eine lange Periode des Friedens. Während des Kongresses zum Westfälischen Frieden sahen sich die Verhandlungsparteien einer bis dahin nicht gekannten Herausforderung gegenüber. Der Westfälische Friedenskongress war der erste seiner Zeit, auf dem die jeweiligen Kriegsparteien durch Diplomaten vertreten waren. Gerard ter Borch war einer derjenigen Künstler, die im Tross einer Gesandtschaft nach Münster kamen, um für deren Mitglieder zu arbeiten und das bedeutende politische Ereignis bildlich zu fixieren. Die Kunstwerke, die im Rahmen des Westfälischen Friedenskongresses entstanden waren, zählen zu den ersten großen Erfolgen eines noch jungen Porträtisten und sind bisher von der Forschung meist nur unzulänglich untersucht worden. Eben jenes Frühwerk ter Borch soll daher im Rahmen dieses Vortrages etwas näher beleuchtet werden. Mein Vortrag heute richtet sich hauptsächlich an das Einzugsgemälde hinter mir, da die Zeit hier nicht ausreichen würde, das gesamte Bildmaterial zu untersuchen, das von ter Borch während seiner Anwesenheit hier in Münster geschaffen worden ist. Gerard ter Borch erschuf in Münster Gemälde, denen einfache Zuschreibungen bisher nicht gerecht werden konnten. In der Vergangenheit wurden sowohl das Einzugsgemälde wie auch jenes, das die Beeidigung der Ratifikation des spanisch-niederländischen Separatfriedens thematisiert, selten im größeren Kontext betrachtet und Analysen oft lediglich auf einen Aspekt beschränkt. Der repräsentative Charakter dieser Gemälde ist zweifelsohne nicht von der Hand zu weisen, ebenso ihr Inhalt, der auf konkrete historische Ereignisse zurückzuführen ist. Begrifflichkeiten wie Repräsentations- und Ereignisbild sind daher zentrale Punkte des Vortrages. Inwieweit greifen hier Elemente eines Repräsentations- oder Ereignisbildes? Kann von dem Repräsentationsbild schlechthin gesprochen werden oder ist mehr als diese einfach gestaltete Zuschreibung nötig, um die volle Bedeutung des Bildes zu begreifen? Interessant wäre es natürlich auch zu erfahren, ob ter Borch hier Eigenschaften beider Gattungen miteinander kombiniert und was für Auswirkungen dies auf das Erscheinungsbild des jeweiligen Gemäldes hat. Eines der ersten Werke, das ter Borch in Münster schuf, ist eben jenes Einzugsgemälde, das eine Auftragsarbeit des Gesandten Adrian Pau war.
sowohl Pau wie auch Terborch werden vermutlich schon Ende des Jahres 1645 in Münster eingetroffen sein und aufgrund seiner Zugehörigkeit zur niederländischen Delegation wird auch Terborch im selben Haus wie die niederländische Delegation untergebracht worden sein, nämlich in dem Haus am Fischmarkt, dem Haus der Olderleute. Bereits ein erster genauerer Blick auf das Gemälde führt zu Ungereimtheiten. Der untere Bildteil im Figurenbereich, dieser hier, bis hier zu den Pferden, weist eine deutlich dickere Malschicht auf als das übrige Gemälde, vor allen Dingen der Landschaftsteil und der Hintergrund des Bildes, was den Schluss nahelegt, dass wir es hier mit zwei verschiedenen Malschichten zu tun haben müssen. Dieses dickere Auftragen von Farbe oder auch das mehrfach übereinandermalen, wie es an einzelnen Stellen des Pferdegespannes sichtbar wird, deutet darauf hin, dass Terborch hier eine erste Malschicht überdecken musste. Dies würde allerdings eben nur dann Sinn machen, wenn er bereits ein fertiges Gemälde vorgesetzt bekam oder wählte, das er mit Figuren ausstattete. Diese Zweiteilung eines Gemäldes, bei der von Terborch nur der figürliche Teil stammt, ist ihm nicht fremd. Bereits einige Jahre zuvor hat er zusammen mit seinem Lehrer Peter Molin ein Gemälde mit dem Titel »Berittene Gesellschaft vor einer Schenke« angefertigt. Auch bei diesem Gemälde stammt lediglich der figürliche Teil von der Hand Terborchs. Es war also demnach für ihn nichts Neues und bedeutet dafür, daher auch keine Zurückstufung des eigenen Könnens, mit einem anderen Maler zusammenzuarbeiten. Landschaft, Stadtsilhouette und die Gestaltung des Hintergrundes lagen demnach augenscheinlich in den Händen eines anderen Malers und stammen nicht von der Hand Terborchs. Hierdurch entsteht jedoch ein formales Ungleichgewicht in der Gestaltung des Bildes. Neben dem Emblem oder der Künstlersignatur Terborchs findet sich eine weitere. Die befindet sich hier unten im Bild. Die sieht man hier natürlich nicht so gut. Diese weitere Signatur wird angegeben mit G.V.H. Zunächst war es unklar, wer genau mit dieser Signatur gemeint ist. Heute wird oft angenommen, dass hier mit Gerrit van der Horst gemeint ist, ein 1581 in Rheinbach geborener und 1629 in Kampen verstorbener Maler und Zeichner. Dieser war vor allem in Rheinbach und später auch in Kampen tätig und widmete sich hauptsächlich der Landschaftsmalerei. Da van der Horst allerdings schon 1629 verstarb, müsste Terborch demnach seine Figuren nicht nur zu einem bereits existierenden, sondern vor allem auch zu einem relativ alten Gemälde hinzugefügt haben, nämlich knapp 37 Jahre später. Dass mehr als ein Künstler an einem Werk beteiligt ist, haben wir vorhin schon gehört, war nicht ungewöhnlich. Dieser große zeitliche Abstand jedoch, der durch eine Zuschreibung der Landschaft an Gerrit van der Horst entsteht, ist es jedoch und gibt zu denken. Warum entschied sich Terborch für diese Vorgehensweise? Der Grund hierfür liegt vor allem in der eigenen künstlerischen Vergangenheit des Malers. Seit seinem Italien- und Spanienaufenthalt ab 1636 hatte er sich kaum mehr mit der Gestaltung von Landschaften beschäftigt. Ab den 1640er Jahren entstehen erste Porträts der Amsterdamer Bürger und auch erste Genregemälden, sodass diese Thematik der Landschaftsbilder bei Terborch völlig in den Hintergrund tritt. Seine Wahl, nur die Staffage zu einem bereits existierenden Gemälde hinzuzufügen, anstatt auch die Landschaft anzufertigen, hat also auch mit der fehlenden Praxis in der Darstellung von Landschaften und Stadtsilhouetten einen ganz praktischen Grund. Dass die Wahl mit dem van der Horst dabei auf ein relativ altes Gemälde fällt, mag an der spezifischen Situation der Malergilde in Münster liegen. Diese war während Terborchs Anwesenheit quasi nicht mehr existent, sodass auch kein neues Landschaftsbild zur Verfügung stand. Terborch musste also auf ein für ihn passendes Werk zurückgreifen, ohne auf das Alter des Gemäldes Rücksicht nehmen zu können. Wichtiger war der Hintergrund, vor den er seine Figuren platzieren würde, nämlich die Stadtansicht Münsters. Dieses 1646 entstandene Gemälde zeigt eine Kutsche, die auf dem Weg in die Stadt ist. Im rechten Bildteil im Vordergrund platziert, führt sie ihr Weg durch eine etwas hügelige Landschaft. Im Bildhintergrund am Horizont kann man eine Stadt mit zahlreichen Kirchtürmen aufragen sehen. In der Kutsche befinden sich drei Personen: Adrian Pau, der holländische Gesandte,
hier vorne im Bild, zusammen mit seiner Frau Anna von Ruitenburg hier unten und der Enkelin Adriana Pau, damals wahrscheinlich 6 Jahre alt. Die Kutsche wird von mehreren Pferden gezogen und von 6 Männern in rot-weißen Livreen begleitet. Der Gruppe um Adrian Pau begegnen einige Spaziergänger. Hier vorne, hier sehen wir einmal 2 Mönche, dann 3 Frauen in Münsteraner Tracht und hier hinten auch nochmal 2 Mönche. Aber ansonsten sieht man keine weiteren Pferde, Fuhrwagen oder Kutschen Adrian Pau entgegenkommen. Auch von Terborch existiert eine Skizze, die eine Stadtansicht Münsters zeigt. Ja. Diese Skizze zeigt einen anderen Blickwinkel als der, der für das Gemälde gewählt worden ist, nämlich von Nordwesten her, und gibt Aufschluss darüber, dass auch Terborch sich während seines Aufenthaltes mit Münster, der Stadt an sich und natürlich auch den hier lebenden Menschen und dem sonstigen Leben hier beschäftigte und auseinandersetzte. Dies kann ein Indiz dafür sein, also diese Skizze, dass es ursprünglich einmal in Paus Interesse lag, das gesamte Gemälde von Terborch anfertigen zu lassen. Laut Sturla Gutlaugsen, dem wohl wichtigsten Forscher zu Gerhard Terborch, sollen Ungenauigkeiten in der Ausführung der Skizze aber davon zeugen, dass es dem Maler an Geduld fehlte, eine Stadt mit all ihren topografischen Details wiederzugeben. Bei dem Gemälde hingegen zeichnen sich sowohl die Gestaltung der Landschaft wie auch die Stadtansicht durch eine sehr detailreiche Wiedergabe aus. Die Entscheidung, auf den Van der Horst zurückzugreifen, scheint also nicht nur zeitliche, sondern vor allem auch künstlerische Gründe gehabt zu haben. Es können alle dargestellten Kirchen und teilweise auch andere Gebäude zweifelsfrei identifiziert werden. Wir sehen hier von links nach rechts das Fraterhaus, das müsste das hier sein. Die die Johanniter kommende, hier, die Überwasserkirche, den Dom, hier, dann St. Lamberti, mit den drei Täuferkäfigen, den man hier noch so ein bisschen erahnen kann, und natürlich St. Lugeri ganz rechts im Bild. Die Detailtreue bei der Wiedergabe Münsters spricht mit Gerrit van der Horst zweifelsohne für einen separaten Künstler, der sich allein mit dem landschaftlichen Aspekt des Gemäldes beschäftigte und mit der Stadtansicht. Er gestaltete beides in einer solchen Detailtreue, dass anzunehmen ist, dass van der Horst sich zumindest eine Zeit lang hier in Münster und dem Umland aufhielt und die Stadt kannte. Auf der anderen Seite jedoch wirkt die Gestaltung der Landschaft leicht künstlich und drapiert und passt nicht so recht zu den tatsächlichen Gegebenheiten im Münsteraner Umland, das ja keineswegs hügelig ist. Natürlich wäre es auch möglich, dass van der Horst sich an älteren Stadtansichten orientierte, nämlich an solchen von Hermann Tom Ring oder Gerhard Allerding, und diese als Vorlage nahm. Doch kommen wir zurück zu Terborchs eigentlicher Arbeit. Er platziert Hauptperson und Auftraggeber im rechten unteren Bildfeld. Bei einer genaueren Betrachtung der Gesichter des Ehepaares lassen sich Parallelen zu Einzelbildnissen von Pau und zu seiner Gemahlin erkennen, die wahrscheinlich kurz nach seiner Ankunft im Mai 1646 entstanden sein müssen und ebenfalls von Terborch stammen. Es handelt sich beide Male um recht kleinformatige Porträts. Also so klein, dass sie tatsächlich in eine etwas größere Handtasche passen würden. Beide Porträts haben Terborch sicherlich auch als Vorlage bei dem Einzugsgemälde gedient, sind jedoch nicht 1:1 von ihm übernommen worden. Ein Unterschied bemerkt man vor allen Dingen in der Darstellung der Anna von Rüttenberg, der Gemahlin Paus. Terborch hatte Paus Gemahlin anscheinend etwas zu nahe an der Realität gemalt, denn auf dem Einzugsbild hier wird Anna von Rüttenberg um einiges jünger als noch hier auf diesem Einzelbildnis. Das mag vielleicht daran liegen, dass Pau die abgespannten Züge, die Terborch hier in dem Einzelporträt verbildlicht,
für ein repräsentatives Prunkbild zu unpassend hielt und es deswegen abändern ließ. Auch die Person Paus selbst weicht ein wenig von der Darstellung im Einzugsbild ab. Er wirkt weniger streng und zurückhaltend, man könnte sagen, vielleicht sogar mit einem kleinen Lächeln im Gesicht. Möglicherweise kann dies darauf zurückgeführt werden, dass Herr Borch seinen Auftraggeber schon länger und besser kannte, sich vielleicht eine Freundschaft gebildet hatte. Es ist bekannt, dass Herr Borch eine sehr enge Beziehung zu der niederländischen Gesandtschaft pflegte und außer für Adriaan Pauw auch für die übrigen Mitglieder der niederländischen Delegation arbeitete und später eben auch für die spanische Delegation. Auffallend ist auf jeden Fall, dass Ter Borch die Profile der Porträts auf dem Einzugsbild nahezu beibehält und nur sehr wenig daran ändert. Die Enkelin Adriaan Pauw ist ebenfalls in der Kutsche abgebildet, wie schon angemerkt, und verleiht dem Bild dadurch etwas Familiäres, das nicht so recht zu einem Einzugsgemälde passen möchte. Dass Ter Borch ein wahrer Meister des Details ist, erkennt man und sich ausgiebig mit Münster und seiner Bevölkerung auseinandersetzte, erkennt man beispielhaft am linken Bildrand, hier unten, wo Ter Borch eine Nebenszene untergebracht hat. Hier befinden sich drei Frauen, die etwas oberhalb des Sandweges stehen, vor einer umzäunten Wiese. Zwei von ihnen sind in einem Gespräch dargestellt, während die dritte die vorbeifahrende Gruppe zu beobachten scheint. Obwohl von sehr kleinem Format, gestaltet er die Figurengruppe dieser Nebenszene sehr detailliert und präzise. Er schildert die für die Gegend übliche Tracht und sogar den für Münster typischen Felken hält er fest. Also in diesem Bereich hier. Es ist so detailliert, dass man hier sogar die Gesichtszüge erkennen kann und die fein gestalteten Haare hier unter dem schwarzen Stück Stoff. Diese Skizzen haben auch Ter Borchs Schwestern als Inspiration für die eigene Arbeit gedient. Das ist ein Beleg dafür, dass Ter Borch ein sehr großes Interesse an Münster und den hier lebenden Menschen und der hier üblichen Tracht auch entwickelt hat. Denn das sind nicht bei weitem nicht die einzigen Bildnisse, die er von Frauen und anderen Menschen hier in Münster anfertigt. In Briefen an seine Schwestern Anna und Gesina Ter Borch gibt er seine Eindrücke von seiner Zeit in Münster wieder und fertigt verschiedene Skizzen an, so wie beispielsweise hier, das ist jetzt auf der Rückseite von der Ansicht von Münster, die ich Ihnen eben gezeigt habe. Allerdings gibt es auch solche Zeichnungen von Frauen in Münsteraner Tracht, die auf Briefen an Gesina Ter Borch gefunden wurden. Die sind im Reichsprintenkabinett in Amsterdam werden die aufbewahrt und nach diesen Vorlagen, die Ter Borch seinen Schwestern schickt, entstehen dann bei Anna Ter Borch eben diese Darstellung einer stehenden Frau in Münsteraner Tracht und bei Gesina Ter Borch direkt vier Figurenstudien, die 1648 entstanden sind, also noch zu der Zeit, als Ter Borch sich in Münster aufgehalten hat und nicht wieder in Den Haag gewesen ist. Auch in seinem Skizzenbuch, das während seines Aufenthaltes in Münster zu seinem ständigen Begleiter geworden war, zeugen einige, wenn auch mit schneller Hand festgehaltene Skizzen, von seinem Interesse an Münster. Obwohl diese Zweiteilung des Gemäldes zunächst komisch anmutet, kann man jedoch nicht von einem mangelnden Interesse Ter Borchs an der Kongressstadt sprechen. Ganz im Gegenteil. Das anfängliche formale Ungleichgewicht, das durch einen Rückgriff auf ein bereits vorhandenes, älteres Gemälde entsteht, ermöglicht es Ter Borch gleichzeitig eine Konzentration auf das Personengefüge, um die Person des Adriaan Pauw vorzunehmen. Sekunde. Obwohl oder gerade durch diese formale Teilung des Gemäldes stellt sich die Frage nach einer möglichen Gattungszuschreibung desselben. Oft wird der Einzug Pauws in der Historie der vielfältigen Stadtansichten Münsters gesehen, die mit Staffagefiguren ausgestattet sind. Sie sind sowohl in Malerei, Zeichnung wie auch Druckgrafik enthalten und stammen etwa von
Pieter Neupe oder Frederik de Witt. Genauso gibt es aber auch Zeichnungen von Remigius Hogenberg, die heute allerdings verschollen ist, oder von Hermann Tom Ring. Durch solche Vergleiche fällt auf, dass es nicht ausreicht, Tebeus Einzugsgemälde in den Bereich der Stadtansichten mit Staffagefiguren zu verorten. Es scheint vielmehr, als belegten diese Beispiele eigentlich genau das Gegenteil. Terborch hat die Kutsche des niederländischen Gesandten Adrian Pauw mitsamt seiner Gefolgschaft in den Mittelpunkt des Geschehens gesetzt, auch wenn er sie nicht zentral im Bild platziert. Sowohl durch die farbliche Akzentuierung im Rot der Livreen der Stadtwache, hier vorne, wie auch durch die formale Hervorhebung der Kutsche liegt diese im Fokus des Betrachters und nicht die Stadt im Hintergrund. Das Einzige, was mit Sicherheit festgehalten werden kann, ist, dass die Stadtansicht van der Horsts in der Tradition der anderen Stadtansichten steht und auch die von Remigius Hogenberg festgelegte Südwestseite als Hauptschauseite wählt. Die Stadtansicht dient in Terborchs Werk allerdings nur als Landschaftselement und sollte den Zug Pauws topografisch wie historisch verankern. Eine einfache Charakterisierung als Stadtansicht kann also zu keinem befriedigenden Ergebnis führen. Doch welcher Gattung lässt sich dieses Einzugsbild dann zuordnen? Handelt es sich hierbei um ein Repräsentationsbild oder gar um ein Ereignisbild? Das Hauptaugenmerk liegt künstlerisch wie kompositorisch auf dem Einzug des niederländischen Hauptgesandten. Durch diese Fokussierung stellt sich natürlich auch die Frage nach der Rolle des Dargestellten im gesandtschaftlichen Gefüge. Wählte Terborch das Motiv zu Repräsentationszwecken oder gibt es gar ein ganz bestimmtes Ereignis wieder? Um dies zu klären, soll zunächst einmal untersucht werden, was denn hier genau dargestellt wurde und zu welchem Zweck dies geschah. Im Januar 1646 ist bezeugt, dass die 8 Delegierten der Niederlande erstmals nach Münster gereist waren, nach einer längeren Pause. Im Vorfeld der Verhandlungen waren sie bestrebt, eine Gleichstellung der künftigen niederländischen Delegation in Münster zu erreichen. So verlangten sie, während den Rangeleien um Titel und Rang mit Ambassadeurs angesprochen zu werden. Sie fühlten sich nämlich als Vertreter einer souveränen Republik vergleichbar mit Venedig und wollten daher auch nicht nur Agenten, Deputierte oder Envoyés sein. Jedoch führte eben dieses Bestreben zu starkem Widerstand bei den anderen Mächten. Nicht so sehr auf Seiten der Spanier, wie man vielleicht hätte vermuten können, sondern vielmehr auf der der Franzosen. Obwohl die Niederlande Frankreich seit Beginn zu ihren Bündnispartnern zählte und diese zunächst auch Unterstützung von französischer Seite erfahren hatte, war ihnen daran gelegen, einen spanisch-niederländischen Teilfrieden möglichst zu verhindern. Aus diesem Grund behandelten sie das Gleichbestellungsgesuch der Niederländer von 1644 nur sehr zögerlich. Dies bedeutete für alle Gesandten, die an den Friedensverhandlungen teilnehmen sollten, eine weitere Verzögerung des Prozesses. Denn die Niederländer ließen verlauten, sich erst dann nach Münster zu begeben, wenn diese Fragen in ihrem Sinne geklärt wären. Denn es handelt sich hierbei nicht nur um eine einfache Prestigefrage, wie man vielleicht annehmen könnte, sondern vielmehr um die faktische Anerkennung der Niederlande als souveräne Republik. 1645 traf schließlich die Mitteilung der Franzosen ein, in der den Niederländern der Titel Exzellenz zugestanden wurde, was vergleichbar ist mit dem, wie auch die Venediger angesprochen wurden, Venezianer. So. Außerdem war ein Begrüßungsbesuch sämtlicher Delegationen vorgesehen, die schon vor den Niederländern in Münster eingetroffen waren. Am 11. Januar 1646 traf Adrian Pauw zusammen mit der übrigen niederländischen Delegation schließlich in Münster ein. Jede der niederländischen Provinzen war durch einen Gesandten vertreten, nur Holland, als die wichtigste unter ihnen, hatte 2 geschickt. Angeführt wurde der Zug von Barthold van Gent, dem Vertreter des ehemaligen Herzogtums Gelderland. Ihm folgten die Gesandten Hollands, Jan van Mattenes und Adrian Pauw. Hinter ihnen Jan Knut aus Zeeland, Godard van Reede aus Utrecht, Willem van Ripperde aus Overijssel sowie Franz van Donia aus Friesland und Adrian Plant tot Stedum für Groningen. Der Zug folgte der hierarchischen Gliederung der einzelnen Provinzen und deren Bedeutung für die Niederlande.
Der Tross bestand aus 4 sechsspännigen Kutschen, die von Salutschüssen begleitet wurden. Das Gesandtschaftspersonal bestand aus über Hunderten von Bediensteten, darunter eben auch der Maler Gerard ter Borch. Wie die Gesandten in einem Bericht nach Den Haag mitteilten, waren sie in Münster mit Glanz und Gloria begrüßt worden. Schon vor den Toren der Stadt, mehrere Kilometer entfernt, wurden sie von der französischen und portugiesischen Delegation begrüßt, die schon in Münster eingetroffen waren. Auch der Kommandant der Stadtwache Münsters war unter ihnen. Schenkt man diesem und auch weiteren Berichten Beachtung, die allesamt von einem sehr prunkvollen ersten Einzug der niederländischen Delegation sprechen, kann es sich demnach bei diesem hier vorliegenden Gemälde nicht um den ersten Einzug handeln, den ter Borch hier bildlich fixiert. Zum einen ist außer der anwesenden Stadtwache in den roten Livreen keinerlei Begrüßungskomitee erkennbar, weder von französischer noch von portugiesischer Seite. Und zum anderen stimmt auch die Gestaltung der Landschaft nicht mit diesem ersten Einzug überein. Denn hätte ter Borch gewollt, dass es der erste Einzug wäre, hätte er auch bei einem vorliegenden, bereits existenten Gemälde die Landschaft dahingehend angepasst, dass es von der Gesamtsituation stimmig ist. Hier vielmehr sieht man erste Zeichen des Frühlings. Bäume, Wiesen und Felder stehen in einem satten Grün. Auch ist nur eine Kutsche mit vermeintlich 6 Pferden zu erkennen. Zudem ist nicht bekannt, dass Anna von Rötenburg ihren Gemahl bei seinem ersten Aufenthalt in Münster begleitet hätte. Nach Abschluss der Pläminarien war Pau zurück nach Den Haag gereist, um dort über die Vorgänge in Münster Bericht zu erstatten und kehrte schließlich im Mai desselben Jahres zurück, diesmal zusammen mit seiner Gattin und der Enkeltochter. Auch die auf dem Bild dargestellte Jahreszeit würde also besser zu diesem Zeitpunkt des zweiten Einzuges passen. Weiterhin ist bekannt, dass das feierliche Empfangszeremoniell, das der niederländischen Gesandtschaft bei ihrem ersten Besuch zuteil wurde, niemals wiederholt worden ist. Es steht hier also nicht die Person des Gesandten als Funktionsträger der niederländischen Delegation im Mittelpunkt. Auch wird hier nicht, wie vielleicht zu erwarten gewesen wäre, der erste feierliche Einzug dargestellt. All dies spricht eher gegen eine konventionelle Zuschreibung zu nur einer Bildgattung. Vielmehr scheint eine Kombination der Gattungen Repräsentations- und Ereignisbild denkbar. Als Ereignisbild zeichnet es sich aus, weil es eben in direkter zeitlicher Folge zum Geschehen entstanden ist und Ort und handelnde Personen sich eindeutig identifizieren lassen. Auch die Quellenlage zum Kongress lässt zudem eine genaue zeitliche Zuordnung zu. Die Eigenschaften eines Repräsentationsbildes wiederum spiegeln sich vor allem im Personengefüge des Adrian Pau. Auch die Anpassung des bildlich festgehaltenen Gesundheitszustandes von Anna van Rötenburg lehnt sich an den Porträtcharakter eines Repräsentationsbildes an. Hier verzichtet ter Borch auf die detailgetreue Wiedergabe zugunsten eines repräsentativen Bildcharakters. Auf den ersten Blick erkennt man im gesandtschaftlichen Zug, der sich durch die Landschaft zieht, irrtümlicherweise eine 6-spännige Kutsche. Erst bei genauer Betrachtung fällt ihm auf, dass hier keine Verbindung mehr vorhanden ist. Also es ist tatsächlich nur eine 4-spännige Kutsche, die dort nach Münster reist. Dieses optische Spiel, das sich ter Borch hier mit dem Betrachter erlaubt und ihm mit einer 6-spännigen Kutsche, die traditionell eben nur souveränen Staaten vorbehalten war, einen Souveränitätswunsch der Niederländer weismacht, führt uns zurück zu der Frage nach der Intention, die hinter diesem Bild steht. Die Darstellungsweise des Einzuges spiegelt anschaulich den Anspruch sowie das in den letzten Jahren und Jahrzehnten gesteigerte Selbstbewusstsein der niederländischen Delegation wider und stellt die am 11. Januar 1646 errungene Anerkennung der Souveränität der Vereinigten Niederlande offen zur Schau und damit 2 Jahre vor der offiziellen Festschreibung in den Kongressakten. Sucht man jedoch Parallelen zu anderen herrschaftlichen oder gesandtschaftlichen Einzügen, kommt man nicht umhin festzustellen, dass Paus Einzug überhaupt nicht den hierfür typischen Ikonografien folgt, sondern von diesen vollständig abweicht. So würde man bei einem solchen Einzug eine Entourage von Einziehenden und Begrüßenden erwarten, die sich serpentinartig im Bild präsentiert und in dieser Weise eben eine hierarchische Abfolge der anwesenden Personen zum Ausdruck bringt. So wie wir es beispielsweise hier bei Willem van Dillich sehen, auf der Saberburg oder auch hier bei der
Heimholung Elisabeths von England, genauso hier beim Einzug Albrechts des VII. Der Einzug Paus ähnelt mit der Einbettung des Zuges in eine Frühlingslandschaft, aber vielmehr Spazierfahrten der königlichen Familie von Oranien. Oder aber auch einem späteren Werk Jakob von Ruysdaels, was aber die Vermutung nahelegt, dass es eben ein gemeinsames Vorbild gab. Die vielleicht zu erwartenden Zuschauer eines gesandtschaftlichen Einzuges bleiben aus. Durch die Darstellungsweise des Einzuges ist es Herr Borch aber möglich, eben den Blick des Betrachters auf den Gesandten zu lenken. Nach eingehender Analyse der Porträts von Pau und seiner Gattin wird klar, dass das Bild des Gesandten auf der Grundlage der repräsentativen Stellvertreterrolle allein im Mittelpunkt steht, ohne jegliche Einbindung in ein gesandtschaftliches Rahmengeschehen. Im Folgenden soll nun die Frage nach der Person des Adrian Pau als Individuum und seine Funktion als Gesandter im Zentrum der Überlegung stehen. Adrian Pau entstammt einer angesehenen Amsterdamer Bürgerfamilie. Bereits sein Vater war vom einfachen Kaufmann zum Bürgermeister einer einflussreichen niederländischen Stadt mit weitreichenden Beziehungen aufgestiegen, nämlich von Amsterdam. Das Aufstiegsbewusstsein scheint Pau also bereits in die Wiege gelegt zu sein. Als Kaufmann trat er das Erbe seines Vaters an und wurde 1611 Pensionär in Amsterdam und 1627 bereits Rat und Drechenmeister der Staaten von Holland und Westfriesland, was ihm bereits eine beachtliche gesellschaftliche Stellung eingebracht hatte. Durch diese beruflichen Tätigkeiten gelangte er schon zu Beginn seiner Karriere in die höheren politischen Kreise der Niederlande und auch Europas. 1613 durch den englischen König Jakob I. sowie 1624 durch den französischen König Ludwig XIII. Geadelt, erlebte er die ersten Höhepunkte seiner politischen Karriere. Seine Tätigkeiten als Gesandter begannen bereits einige Jahre nach dem ersten Adelsschlag. So vertrat er 1618 die Interessen seines Landes in Dänemark und Norddeutschland, später dann auch in Frankreich und England. Erfolge, die er auf politischer Ebene erreichte, ließ Pau bereits in frühen Jahren sehr gerne künstlerisch festhalten. Im September 1638 entsteht so durch den Maler Jan Martens de Jonge ein Gemälde, das den Besuch Maria de Medici zeigt. Dieses hier ist leider eine sehr schlechte Abbildung, da das Bild seit Generationen in Privatbesitz ist und es keine aktuellen Abbildungen davon gibt. Und auch hier ebenfalls nach einem Gemälde Jan Martens de Jonge, das den Besuch der Königin Henriette Maria in Hempstede zeigt. Beides Mal auf seinem persönlichen Landsitz, also nicht etwa bei einem offiziellen Empfang in Amsterdam oder in einem Rathaus beispielsweise. Ganz ähnlich wie einige Zeit später in Münster auch, ist hier ein Empfangszeremoniell gewählt worden. Bildgegenstand ist hier aber wiederum weniger die Repräsentation einer Obrigkeit, als vielmehr Paus Standesbewusstsein, das dem eines hochgestellten Adligen entspricht. Ebenso die eigene Selbstwahrnehmung, die durch einen erfolgreichen Aufstieg überhöht scheint. Es zeigt sich also schon bei dieser Gelegenheit, dass der Repräsentationscharakter, den man einem bei einem solchen Sujet erwarten würde, hinter der Person des Adrian Pau zurücktritt. Das Individuum steht hier ganz klar im Fokus. Auftragsarbeiten, die die eigene Person ins Zentrum des Geschehens rücken, waren für Pau also überhaupt nichts Ungewöhnliches. Im Einzugsgemälde wird durch die Darstellung der Gesandten im Kreise seiner Familie, vertreten eben durch seine Frau und die Enkeltochter, das Dargestellte dem zeremoniellen Geschehen entrückt und gleichzeitig die familiäre Ebene verstärkt. Die präzise Wiedergabe der einzelnen Porträts scheint diesen Charakter noch zu verstärken. Kann man deswegen doch oder überhaupt deswegen auf eine familiäre Oberhauptstellung des Gesandten sprechen, wie manche Forscher meinen? Zwar wird durch die Anwesenheit von Frau und Enkelin ganz klar eine Privatheit oder ein gewisses Familienleben inszeniert, jedoch reicht dies in meinen Augen bei weitem nicht aus, um auf die Oberhauptstellung Paus im familiären Gefüge Rückschlüsse ziehen zu können. Es lässt sich vielmehr in eine ganze Reihe von Projekten einordnen, die allesamt seiner gesandtschaftlichen Tätigkeit gewidmet und ein Zeichen für die Selbstwahrnehmung und das daraus resultierende Standesbewusstsein sind.
Neben dem hier schon erwähnten Bild Jan Martens de Jonge ließ Pau auch verschiedene kleine Bauprojekte an seiner Residenz in Hempstede ausführen und so seine Erfolge auf politischer wie gesellschaftlicher Ebene buchstäblich in Stein meißeln. Herr Borch ermöglicht durch seine bildliche Umsetzung eine Vereinigung verschiedener Personenkonzepte des Adrian Pau in einem Bild. Während der Betrachter bei seiner ersten, oft oberflächlichen Begegnung mit dem Bild Pau als Repräsentant seines Landes während der Verhandlungen sieht, eröffnet sich ihm bei näherer Betrachtung ein Familiengefüge mit Pau in der Mitte, ob nun als Familienhaupt stilisiert oder nicht. Wichtig wird hier in jedem Fall die Enthebung der Darstellungssituation aus dem Umfeld des Gesandten. Die genauere Auseinandersetzung mit der Person Adrian Pau und seinem speziellen Werdegang rückt hier auch das Konzept des erfolgreichen Gesandten in den Mittelpunkt, sowie nicht zuletzt auch die Rolle des sozialen Emporkömmlings mit dem Standesbewusstsein und der Selbstwahrnehmung eines Adligen. Durch die starke Fokussierung auf den Gesandten Pau, vor allem aber durch die verschiedenen Personenkonzepte, die er auf sich vereinigt und von Herr Borch verbildlichen lässt, verlassen wir hier die Anfang des 17. Jahrhunderts vorherrschenden Herrschaftsrepräsentationen im Sinne einer Representatio Majestatis in Persona. Ursprünglich sollte eine solche Porträtform Herrschaftsansprüche von abwesenden Potentaten sichern, entweder gegenüber den Angehörigen des eigenen Hofes, den eigenen Untertanen in dem speziellen Fall, oder aber auch gegenüber anderen Herrschern. Durch das Bild konnte eine repräsentative Lücke, die durch das Fernbleiben eines Herrschers entstanden war, gefüllt und in besonderem Maße auch in zeremoniellen Kontexten als ein wirkungsmächtiges Medium aufgefasst werden. Nachdem es dann zu einer Ausweitung des Herrschaftsapparates kam, rückte auch der Personenkreis der Gesandten ins Zentrum monarchischer Überlegungen. Das 17. Jahrhundert kennt aber noch gar keine klare Definition des Begriffs eines Gesandten. Das Verständnis von Gesandten scheint zu dieser Zeit vielmehr von einer Vielzahl von Faktoren abzuhängen und drückt sich in der Verwendung verschiedener Titel aus, die sich nach Funktion, Stand und Verweildauer unterscheiden konnten. Durch ihr verstärktes Auftreten im politischen Spiel Europas ist es nur selbstverständlich, dass sich auch in der Kunst ein Wandel abzuzeichnen beginnt. Die Gesandten rücken immer mehr ins Bild künstlerischer Überlegungen. Man möchte fast sagen, es entwickelt sich ein neuer Typ von Zeremonialbild, in dem die Rolle des Gesandten eine Doppelung erfährt. Zwar vertritt das Bild des Gesandten immer noch die über ihm stehende Herrscherpersönlichkeit, zumindest in einem gewissen Maße, jedoch ist diese Repräsentationsaufgabe nur noch mittelbar. In erster Linie rücken die Gesandten als Personengruppe in den Fokus. Das Bild dient also zur Selbstkonstituierung der Gesandten an sich. Diese Selbstthematisierung und Inszenierung, die in den Porträts der Gesandten auftaucht, ist demnach Abbild des eigenen Selbstverständnisses. Die Repräsentatio Majestatis wird gewissermaßen zu einem Ego-Bild. In diesem Zusammenhang gehören eben auch die Bildwerke um Adrian Pau und die übrigen Gesandtenbilder, die Ter Borch und auch Anselm van Hulle in Münster anfertigen. Es hat sich gezeigt, dass Ter Borch, wie zuvor schon vermutet, eine Kombination aus Repräsentations- und Ereignisbild wählt, um den Einzug Adrian Paus wiederzugeben. Dadurch, dass hier nicht etwa der pompöse erste Einzug nach Münster thematisiert wird, kommt es zu einer stärkeren Fokussierung auf die Person des Gesandten selbst. Ter Borch vereint hier verschiedene Personenkonzepte, die die neue Position des Gesandten und damit natürlich auch die neue Position der niederländischen Delegation, die mit Selbstbewusstsein und einem gesteigerten Emanzipationsbewusstsein einhergehen, belegen. Im Mittelpunkt steht aber immer der Gesandte Adrian Pau selbst. Die Arbeiten des Malers Gerard Ter Borch für Adrian Pau bleiben nicht seine einzigen, die er während den Verhandlungen tätigte. Es entstehen zahlreiche weitere Gesandtenporträts, so etwa das des spanischen Hauptgesandten, des Gaspar de Bracomte de Guzmán, Conte de Peñaranda, Goddard van Reede und auch Caspar van Kinschoot, der auch auf dem, natürlich wie alle beiden anderen, auch auf dem sein berühmtesten Werk in Münster vertreten sind. Zu diesem Zeitpunkt, als Ter Borch das Brustbild des Conte Peñaranda anfertigt,
hat sich bereits ein Zugehörigkeitswechsel Ter Borchs von der niederländischen zur spanischen Gesandtschaft hin vollzogen. Ein Novum in der Geschichte und alles andere als selbstverständlich, denn normalerweise bleibt ein Maler bei der Gesandtschaft, mit der er auch zu dem Friedenskongress gereist ist. Was einst mit dem Einzug des Gesandten Pau 1646 nach Münster begann, mündet schließlich in dem Hauptwerk der frühen Schaffensperiode Ter Borchs. Die Beeidigung der Ratifikation des spanisch-niederländischen Separatfriedens am 15. Mai 1648 in Münster. Münster wird also nicht nur politisch, sondern auch künstlerisch zum Mittelpunkt. Das Bild des Friedensschlusses, was wir hier hinter mir sehen, begründet eine völlig neue Art von Friedensbild und leitet damit einen Paradigmenwechsel in der Verbildlichung von Friedensschlüssen ein, die wegweisend für die Zukunft sein sollen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, Frau Schoger, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihren Vortrag. Sie haben uns den Maler Gerhard Ter Borch und seine Wirkungsstätte in Münster hier vorgestellt und vor allen Dingen eben dieses Einzugsgemälde sehr intensiv interpretiert mit allen Zugehensweisen und so weiter. Und ich denke, es war überzeugend, wie Sie es jetzt als Ereignisbild und Repräsentationsbild hier definiert haben. Also vielen Dank dafür. Sehr gerne. Und ich weiß nicht, ob vielleicht aus dem Publikum noch Fragen sind, die Sie natürlich jetzt gerne im Anschluss stellen können. Vielleicht darf ich einmal zum Vorgang sagen, nicht wundern, ich würde einmal Ihre Frage gleich wiederholen, damit unsere Zuschauer am Bildschirm auch die Frage verstehen. Ja, prima. Wenn ich Sie richtig begriffen hatte, war undeutlich, ob dieser Einzug sozusagen der erstmalige war oder aber ein sozusagen zweiter, sozusagen eine erneute Reise nach Münster. Genau. Wenn das so ist, könnte das natürlich sein, dass so eine Art Empfangskomitee nicht sozusagen zur Verfügung steht. Und wenn man sich das Bild anguckt, suggeriert das so ein bisschen, dass es zur Stadtmauer noch, sagen wir mal, einen Kilometer entfernt ist. Und man würde erwarten, dass eine Art Empfangskomitee an der Stadtmauer oder auf dem Prinzipalmarkt oder in der Nähe des Haus der Niederlande sozusagen wartet. Das heißt, hier wäre eigentlich das logisch, dass kein Empfangskomitee zu sehen ist. Ja. Das ist eine Frage. Und die zweite Frage ist, könnte es sein, dass eigentlich gerade die Idee, dass die Stadtmauer noch ein Stück weg ist, dass es eigentlich ein Symbol sein könnte, dass die niederländische Delegation auf dem Weg ist, und zwar auf dem Weg physisch zur Stadt, aber eben halt auch mit der Zielsetzung, sozusagen ihre Republik anerkannt zu haben. Ja, also vielen Dank für eine sehr ausführliche Frage. Es ging nochmal darum, ob es sich um den ersten oder zweiten Einzug von Adrian Pau handelt. Es geht darum, Sie hatten gefragt, ein Empfangskomitee und dann auch noch den zweiten Teil mit der Stadtsilhouette. Sie wissen wahrscheinlich besser. Ja, auf die Frage, ob das jetzt tatsächlich der erste oder der zweite Einzug ist, es wird als zweiter Einzug definiert, weil ein erster Einzug allein von der zeitlichen Abfolge her, wie die Delegation nach Münster gekommen ist, keinen Sinn machen würde mit dieser Darstellungssituation. Da wäre es der erste Einzug oder wäre es auch generell ein Einzug der gesamten niederländischen Delegation, wäre Pau hier nicht der erste oder die erste Kutsche. Vor ihm würde Barthold van Gent einreisen als der wichtigste Vertreter der niederländischen Gesandtschaft und zusammen mit Adrian Pau eben auch Jan van Mattenes, der zusammen mit ihm Holland vertreten hat und eben nicht nur Pau selbst hier unten. Natürlich hätte man annehmen können, dass ein Empfangszeremoniell, wie auch immer geartet, auf dem Prinzipalmarkt steht oder eben an der Unterkunft der niederländischen Delegation. Jedoch wissen wir aus der Quellenlage eigentlich sehr genau, dass es, wenn es ein Begrüßungskomitee gab, dass es das vor der Stadt gab und nicht in der Stadt. Denn das ist natürlich auch ein symbolischer Charakter, indem man jemanden von draußen abholt und eben in die Stadt führt. Da wäre natürlich die Stadtwache Münsters zugegen gewesen, die damals wichtigsten Repräsentationsträger der Stadt
wären dem Zug quasi vorausgegangen, um ihn zu empfangen. Und deswegen geht man eigentlich, und ja, ich in besonderem Maße auch davon aus, dass es der zweite Einzug ist, aber wie gesagt, eine Kombination aus Repräsentations- und Ereignisbild. Das Bild, das ist sowohl das eine wie auch das andere und nicht eben nur eins davon. Ich hoffe, ich konnte die Frage damit so ein bisschen zumindest beantworten. Ich habe mal die Frage, ob links, wo die Mauer dargestellt ist, es sich um ein Wasserwerk, das Neuwerk und die Bischofsmühle handelt. Ja, das kann sein, das ist hier tatsächlich ein kleiner, aus. Genau, das ist ein See oder ne, ein See, ein Weiher soll das sein, ja genau, das ist die A, genau. Ja, das macht schon, also von der Position macht das auch Sinn, ich bin jetzt nicht so genau auf die einzelnen, auf die Stadttore und so weiter eingegangen, hauptsächlich eben an den Kirchen, die man halt sehr gut identifizieren kann, gerade halt auch. Und darf ich da noch mal eine Frage in dem Zusammenhang? Ja, natürlich. Also ich habe das Gefühl, es geht wirklich mehr um die Zusammensetzung von Repräsentation und dieser wunderbaren Silhouette, weil im Grunde dann die Niederländer da ja vom Südwesten kommen und Holland liegt eigentlich im Nordwesten. Also ich habe den Eindruck, man hat das Ereignis, in Anführungsstrichen, eigentlich aus Repräsentationsgründen, um die bessere Ansicht auf die Stadt zu haben, ja praktisch falsch dargestellt. Das ist ja Süden oder Südwesten. Da kommen die Holländer ja nicht her. Das ist so meine Meinung. Da ist die heute wesentlich Spaß. Ja, aber da liegt ja nicht Holland. Nein, ist richtig. Also Sie haben jetzt, die Frage richtet sich danach, ob die Seite halt tatsächlich richtig gewählt ist, wenn es also von der Einzugsseite. Genau. Ja, tatsächlich ist es ja so, dass Ter Borch hier ein bereits existierendes Gemälde benutzt hat. Ja. Und Gerrit van der Horst beruft sich natürlich mit seiner Art der Darstellung der Stadtansicht hier auf diese Hauptschauseite, ja. Die Remigius Hogenberg schon festgelegt hat. Und das ist halt die Südwestseite als ja. Hauptschauseite. Und natürlich wär die niederländische Delegation nicht von Südwesten angereist, sondern eben von der anderen Seite durch das andere Tor. Ja. Weil sonst hätten sie einen riesen Bogen fahren müssen und das zu dieser Zeit hat das halt einen sehr langen eine Zeitdauer in Anspruch genommen, was undenkbar gewesen wäre eigentlich. Also ich gehe davon aus, dass das damit zusammenhängt, dass er hier halt tatsächlich ein existierendes Gemälde benutzt und die Tatsache, dass das natürlich auch dann repräsentativer ist, wenn man die Stadt von der Südwestseite sieht, mag dem halt das, also das Ganze nochmal ein bisschen vervollständigen. Aber weiß bitte. Man denn, was auf dem Originalbild da war, wo jetzt die Kutsche ist? Irgendwie ist das Bild ja so ein bisschen sehr viel Himmel, die Stadt in der Mitte ein schmaler Streifen und wieder sehr viel Vordergrund. Manchmal war da irgendwie so eine Hirten- oder landwirtschaftliche Person unterwegs. Also Ihre Frage richtet sich jetzt danach, was vor der Kutsche auf dem Bild zu sehen gewesen ist. Soweit ich weiß, gibt es keine kunstwissenschaftlichen Untersuchungen, die genau belegen, was zuvor unter der ersten, also unter dieser dickeren Malschicht von Ter Borch zu sehen gewesen wäre. Es wird aber in der Regel davon ausgegangen, dass es dort keinerlei anderes Fußvolk oder sonstiges gab, weil viele der Stadtansichten, gerade die älteren Datums sind, konzentrieren sich halt wirklich vollständig auf die Stadt im Hintergrund und dort ist die Landschaft nur zierendes Beiwerk. Da ging es halt eher um den Städtelob für die Stadt Münster an sich. Könnten Sie noch einmal kurz die wichtigsten Kirchtürme nennen? Ja. So, ich muss selber noch mal gucken. Ich konnte die mal besser. Nur das Buchhalter. Das ist jetzt schon sehr lange her. Relativ früh. Ja, genau. Genau, ganz rechts war St. Ludgeri. Ganz rechts.
Genau, das müsste Sankt-Luperi sein. Also es geht nochmal um die Kirchtürme. Ja, das ist auf jeden Fall Luperi. So, und den Dom kann man auch wenn den Dom, also das hier ist der Dom. Ja. Hier müsste St. Luperi sein. Ja. Das ist St. Lamberti, genau. Dann haben wir noch. Martini dahinter. Hier? Nein, hinter Lamberti. Hinter Lamberti. Martini. Das ist Lamberti. Super. Genau. Und dann genau, haben wir noch die Überwasserkirche und die Egidie-Kirche. Und die Johanniterkommende. Sein eigentlich. Welches soll die Überwasserkirche sein? Die hatte noch einen spitzen Turm. Die hatte einen spitzen Turm damals. Das müsste die hier sein. Die aber das ist ja ziemlich. Naja, gut. Perspektive ist das. Ja, das ist das Problem. Ja. Ich glaube nicht, dass das die Überwasserkirche ist, weil die im Täuferreich den Helm verloren hat. Oder? Nein, der kam wieder drauf. Genau, der ist wieder aufgesehen. 1773. Da haben sie wieder drauf. Dann ist er abgesehen. Ja, ich denke, das lässt sich auch noch nachlesen, weil es Publikationen des Stadtmuseums gibt, wo das eindeutig alles erläutert ist. Genau. Und darauf können Sie ja vielleicht gerne nochmal zurückgreifen. Ich weiß nicht, ob noch Fragen sind. Gut, dann danke ich für Ihr ganz großes Interesse. Herr von Poplotzki hat noch eine Frage. Ich frage, ob diese Figurenanzahl, die da unten zu sehen ist, eine symbolische Hintergrundbedeutung hat. Also ich sage jetzt mal drei, ich konnte das nicht richtig sehen. Drei Bedienstete in roten Signalfarben hinter der Kutsche. Und dann sehe ich jetzt neuerdings, wo ich jetzt stehe, vier davor. Und die Gruppe in der Mitte hat drei Darstellungen, also der Gesandte, seine Frau und seine Enkelin. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, ob mit Symbolsprache und Anzahl hier was noch zu deutlich zu machen ist? Also ursprünglich gab es tatsächlich. Ursprünglich gab es tatsächlich den letzten, der also ihn hier. Hat Terborch nachträglich hinzugefügt, also relativ spät, denn hier ist er selbst dargestellt. Also Terborch hat den, die Angewohnheit, sich selbst in den Gemälden zu verewigen, genauso wie auch auf, dem, auf der Beeidigung. Ob ansonsten hier ein symbolischer Charakter an der Anzahl der anwesenden Figuren zu sehen ist, kann ich tatsächlich nicht genau sagen, es ist aber nicht, oder wäre nicht typisch für Terborch. Also er ist eigentlich ein Maler, der sehr wenig mit symbolischen Feldern zu tun hat. Dankeschön. Ja. Das ist der eigentlich hat sich ja der Bau etwas in den Vordergrund gespielt durch den Auftrag. Denn er war ja gar nicht der entscheidende. Ja. Bei den Verhandlungen. Er hat noch niemals unterschrieben. Genau. Da hätten ganz andere Leute eigentlich viel eher den Vorzug haben müssen, dort in Erscheinung zu treten. Aber ich vermute, das hat mehrere privaten, persönlichen. Genau. Das hat halt einen sehr privaten Charakter und einen persönlichen Charakter und steht halt auch explizit halt für die Rolle, die er selbst einnimmt und die, in der er selbst sich auch sieht. Und das merkt man halt ganz klar auch an den ganzen anderen Gemälden, die dann von Jan Martens de Jonge entstanden sind. Er hat zum Beispiel auch eine Brücke auf seiner Residenz in Hempstede bauen lassen, die den Namen Pax trägt, also Frieden, und sich dann eben auf die Geschehnisse in Münster berufen. Und das hat alles mit der Person Pau selbst zu tun und mit seiner Rolle und seinem Aufstiegsbewusstsein und dem Selbstbewusstsein, dass er dann halt durch diesen Aufstieg und diese erhöhte Position, die er gesellschaftlich hatte, damit hängt das alles zusammen. Ja, er hat sich auch sehr bemüht, gesellschaftlich groß in Erscheinung zu treten. Ja. Das hat er sich anderen Staaten abgeguckt, die das ja genauso machen. Genau. Und dabei ist seine Frau wahrscheinlich auch praktisch Opfer geworden. Ein Jahr später ist sie verstorben. Genau. Und deswegen diese schlechten Gesichtszüge in dem kleinen Miniaturgemälde.
Genau, also Herr Borch ist auch jemand, der sehr authentisch malt, also der ungerne beschönigt. Das merkt man auch später auf seinen ganzen Genre-Gemälden, dass er die Figuren sehr lebensecht darstellt, ohne etwas zu kaschieren. Und das hat er halt bei Anna von Rüttenberg auch schon gemacht, zu noch einer sehr jungen Zeit seines, also seiner künstlerischen Schaffenszeit. Und natürlich hat die Familie unter Paus sozialem Aufstieg und auch seinem Wunsch halt aufzusteigen gelitten. Das ist ja auch bezeugt, dass er auch keinen guten Draht zu der restlichen Familie hatte. Weiß man, was der Maler für das Gemälde bekommen hat? Nee, bei dem weiß ich es nicht. Ich weiß nur, dass das... dass das Ratifikationsgemälde, da hat er Unsummen für verlangt, das ist niemals verkauft worden. Das ist bis ins Anfang des 19. Jahrhunderts in Familienbesitz geblieben. Und man geht davon aus, dass also gerade das letzte Bild hier auch eher so eine Funktion als Erinnerungsbild für den Maler selbst hatte, denn auch hier ist er selbst da, hat er sich selbst hergestellt, hier, genau. Und seine Figur hat er über die Jahre hinweg immer wieder seinem aktuellen Aussehen angepasst. Und das ist quasi das ursprüngliche Erscheinungsbild, das man in den letzten Jahren erst wieder hergestellt hat, indem man die unterschiedlichen Schichten abnahm. Also ich kann mir vorstellen, dass er auch für das andere Bild eine ansehnliche Summe bekommen hat zu der Zeit. Wenn man das so ein bisschen vergleicht, gehe ich sehr stark davon aus. Aber ganz genau, da müsste ich jetzt noch mal genau in den Akten der Niederländer gucken, wie das genau gewesen ist. Wie ist das Bild denn nach Münster gekommen, wenn das so privat letztendlich war? Das Gesamtenbild. Das Gesamtenbild, das weiß ich. Ja, das kann ich Ihnen gerne noch mal nachliefern. Das ist... soweit ich weiß, ist das als Schenkung mal in der Vergangenheit nach Münster gekommen. Aber das müssen die Kollegen vom Stadtmuseum besser wissen. Ja, ich habe mal eine Frage zu dem Bild, also das habe ich auch selber mehrmals in Amsterdam gesehen. Ja. Und ich habe mich dann näher mit beschäftigt. Ich dachte, das gibt zwei Versionen vielleicht, weil ich das auch gehört habe, die National Gallery. Jetzt lese ich hier Leihgabe. Ist das eventuell eine Dauerleihgabe seit 100 Jahren? Oder ja. Genau, es ist eine Dauerleihgabe seit über 100 Jahren von der National Gallery an das Rijksmuseum. Als das, also das im 1834 ist das von dem letzten Ter Borch Nachfahre zunächst einmal versteigert worden, war dann bei unterschiedlichen, auch adligen Sammlungen gewesen und ist dann Ende des 19. Jahrhunderts in die Sammlung von Sir Richard Wallace gewechselt. Also ist die berühmte Wallace Collection in London. Der hat das dann der National Gallery verkauft. Und von der National Gallery ist es dann ins Rijksmuseum gelangt. Das ist tatsächlich dasselbe Bild, ja, aber es ist genau. Genau. Ja. Aber gehört London. Gehört London offiziell, ja. Ja, ich würde sagen, an den vielen Fragen und den verschiedenen Aspekten, die Sie ansprechen, kann man merken, dass Sie zumindest das Publikum hier im Saal erreicht haben mit Ihrem Vortrag, weil ich glaube, alle sitzen sehr gespannt und sind bereit, sich mit diesem Bild zu beschäftigen und auseinanderzusetzen. Also das ist sicherlich, können wir am Abend, Ende dieses Abends festhalten. Also nochmal herzlichen Dank, auch dass Sie nochmal so intensiv aus die Fragen eingegangen sind. Ja,